So, Tag zusammen. Egal, was wir aufnehmen, wir brauchen für die Aufnahme erstmal eine Spur, in die wir aufnehmen. Also eine Audiospur in Stereo und den Eingang hole ich mir von unserem DJ-Set. Dann schalte ich das Ding noch scharf und dann sind wir in Studio One zumindest soweit erstmal aufnahmebereit. Naja, und wenn man was von Vinyl aufnehmen will, dann braucht man natürlich einen Schallplattenspieler. Also steppen wir doch mal in unser Setup hier. Ich nehme diesen Plattenspieler und ich habe zwei Vinyls vorbereitet, von denen ich samplen möchte, weil ich denke, es gibt so zwei grobe Versionen von Bearbeitungsmöglichkeiten, je nachdem, was man mit dem Sample dann im Nachhinein machen möchte. Und das erste, was ich versuchen möchte, ist diesen Part hier aufzunehmen. Ich versuche den mal zu finden. Man kann beim Menü hier ungefähr sehen, wo was ist. Und dann gucke ich hier ein bisschen auf den Gain und auf den Ausgang und dann machen wir weiter. Das sieht sehr gut aus, ist aber die falsche Seite. Gucken wir hier. Okay, das sieht alles sehr gut aus. Ich gehe zurück zu unserer Soundkarte und gucke da mal auf den Pegel. Wir haben Peak von minus 8 irgendwo in der Gegend, finde ich super. Kann man auf jeden Fall mit leben. Sehen auch hier kommt es an. Es kommt auch links, rechts ganz gut an. Was will man mehr, würde ich sagen. Also wieder zurück zum DJ-Set. Ich gehe nochmal zurück an die Stelle. Und dann hier Aufnahme. Und go! Reicht auf jeden Fall. Nächste Platte. Und dort wollte ich ungefähr diese Stelle samplen. Worauf man noch achten kann beim Vinyl aufnehmen, ist, dass man eine gute Nadel benutzt und die auch sauber gemacht hat. In meinem Fall, das ist jetzt keine wirklich gute, das ist eher so eine kratzige von Ortofon. Ich glaube, es gibt noch von Shure Nadeln, die man kaufen kann. Die sind meistens qualitativ ganz geil. Und dann vielleicht noch darauf achten, dass der Pitch im Center ist. Weil dann hat man die größte Chance, dass man, wenn man das Sample aufnimmt, dass das schon in irgendeiner vernünftigen Tonart liegt. Und zwar halt nicht irgendwie ein paar Cents drüber oder drunter, sondern das ist quasi, wenn man dazu Noten spielt mit anderen Instrumenten, dass die dann stimmen. Das muss nicht unbedingt so sein, weil viele Sachen sind halt einfach schon auch verpitcht oder halt anders gepitcht aufgenommen. Aber die Chancen sind am größten, wenn man den Pitch hier auf Center lässt. Okay, nächste Platte. Ja, ich würde sagen, die Stelle ist völlig in Ordnung. Brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Gain hier. Nehmen wir einfach auf. Alles klar, das sollte reichen. Dann sind wir hier fertig. Fangen wir mit dem zweiten Sample an und da habe ich mir gedacht, dass ich das Sample als kompletten Loop verwenden möchte. Also suche ich mir eine Stelle aus, die sich gut loopt vielleicht. Ich finde, die Clap ist ein ganz guter Punkt, wo man schneiden kann. Dann machen wir hier noch einen Schnitt. Können wir das hier löschen, das hier löschen.
Jetzt muss ich gerade mal zählen, wie viel wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir können eigentlich eine noch wegschneiden. Machen wir es recht genau. Okay, dann könnte man das jetzt quasi als Loop definieren. Ich bounce das. Und jetzt sagen wir, ich möchte vielleicht, keine Ahnung, sagen wir irgendwas Hip-Hop-mäßiges, 80 BPM. Das Ding ist momentan überhaupt nicht im Time-Stretch, deswegen muss ich es manuell machen. Also ich könnte jetzt auch sagen, okay, wie viel BPM hatte das Original-Sample, dann kann ich das hier eintragen und dann könnte ich hier in der Spur auf Time-Stretch gehen und dann, je nachdem, was ich dann hier ändere, wird sich das Sample anpassen. Aber man kann auch einfach hier mit gehaltener Alt-Taste hingehen und sagen, okay, das waren 4 Takte, also 1, 2, 3, 4 und here we go. Und dann klingt das so. Jetzt haben wir bei dem Loop natürlich nicht die 1 vorne, sondern die 2. Quasi eine Clap. Brauchen wir noch eine 1 irgendwo her. Ich würde sagen, hier ist eine schöne 1, also kopieren wir das nach hinten und definieren das Ganze dann vielleicht so als einen Loop. Okay, bauen sie nochmal raus. Dann würde ich vielleicht aus dem Loop die ganzen Snares entfernen. Dafür nehme ich dieses Tool und habe ein Preset hoffentlich. Remove Snare. Das ist quasi Rhythmus auf ein Halb. Und die 2 wird immer weggenommen. Jetzt gucken wir mal, wie viel an Länge wir davon brauchen. So klingt es einigermaßen cool. Dann könnte ich das Ganze eigentlich direkt rausrendern nochmal, indem ich das hier rüberziehe. Bounce. Kann ich das hier killen. Dann können wir ein Delay oder Hall oder sowas drauf machen. Dann könnte man direkt schon Drums drüber packen. Bevor ich Kick und Snare und so weiter hier reinhau, möchte ich auf jeden Fall, dass das Sample geduckt wird, wenn ich das tue, also wenn Kick und Snare spielen. Nenne ich dieses Preset und der Trigger-Modus ist in dem Fall der Sidechain Audio Input und das bedeutet, dass ich von hier Kick und Snare quasi in den Sidechain reinjage, Pre-Fader und jetzt wenn ich hier drauf haue und hier irgendwo Play habe, dann sehen wir, dass das hier getriggert wird. Fangen wir mit der an. Okay, ich habe jetzt hier mal ein paar Drums, also Kick, Snare, Hi-Hat und 808 dazu gebaut. Und aktuell habe ich mixtechnisch ja mit dem Sample noch nicht wirklich viel gemacht, außer dass ich halt Delay drauf habe und dass ich es ducke immer, wenn Kick und Snare kommen. Jetzt könnte man, keine Ahnung, wenn der Beat halt sozusagen voranschreitet, kann man natürlich arrangementmäßig vieles ausprobieren. Insofern dupliziere ich jetzt mal diesen Track und ziehe den vielleicht hier nach vorne. Und sage, okay, hier am Anfang
Möchte ich das Ding ein bisschen anders klingen lassen, könnte man jetzt mit einem Bitcrusher, funktioniert immer ganz geil. Ja, machen wir einfach eine Filterfahrt, warum nicht? Okay. Dann würde ich sagen, vielleicht brauchen wir weniger von dem Delay oder gar kein Delay. Guck mal. Okay, in dem Fall ist es wirklich relativ wenig Bearbeitung, die man braucht, um ein Sample in seinen Mix reinzubringen. Weil das Sample gibt quasi die Produktionsrichtung vor. Das Sample war ohne Drums und war halt so ein bisschen Geplänkere, also baut man Drums drüber und wenn man die richtigen Drums auswählt oder die in Anführungsstrichen richtigen Drums auswählt, hat man mit dem Sample an sich mixtechnisch nicht mehr allzu viel zu kämpfen. Man kann gucken. Man könnte Höhen rausbringen oder was auch immer, aber ich fühle jetzt nicht, dass das irgendwie nötig wäre, aber man kann es auf jeden Fall machen. Vielleicht ein bisschen dumpf rausnehmen. In verschiedensten Abschnitten von einem Song, den man letztendlich baut, kann man natürlich alles mögliche Kreative noch damit anstellen. Also jetzt hier zum Beispiel könnte man sagen, okay, wir haben einen Break und dann kann man mit zum Beispiel, Halftime ist relativ beliebt für so Hip-Hop-Beats-mäßigen Sachen, dass man das Sample dadurch jagt und zwar nicht komplett irgendwie, sondern nur bis 2,5 Kilohertz und loopt das Ganze auf halb und dann hört sich das ungefähr so an. Bei dem anderen Sample habe ich mir gedacht, dass ich nicht einen Loop oder sowas nehme, sondern wirklich nur einzelne Schnipsel. Und wenn man das macht und dann in einem Sampler oder so diese Sounds dann in verschiedenen Tonhöhen und so weiter abspielt, denke ich, ist es recht wichtig, dass man das Sample relativ clean rausschneidet. Und wenn wir uns das im Analyzer mal angucken und ganz besonders hier vielleicht auf den Tiefbassbereich gucken. Dann ist da ganz schön was los, was irgendwie nicht wirklich wichtig ist. Wir gehen jetzt mal auch hier in den Drop rein, weil eventuell brauchen wir davon auch irgendwas. Okay, da gehen wir runter bis 40 Hertz, aber vor dem Drop würde ich sagen, können wir auf jeden Fall mal abschneiden und dann vielleicht eine EQ drauf machen. Der relativ hoch sogar abschneidet. Wahrscheinlich sogar hier ist okay. Absolut in Ordnung. Und hier beim Drop machen wir den Low-Cut ein bisschen tiefer. Sagen wir bei 35, 36 irgendwo. Und dann rendern wir die beide. Und dann haben wir unser Sample in Clean Air. Und dann, wenn wir jetzt zum Beispiel an dieser Stelle was raussamplen wollen würden, da haben wir so einen Knackser drin. Also man kann das benutzen und so weiter, wenn man diesen Vinylfaktor haben will. Wenn wir das aber nicht haben wollen, dann können wir uns das ausschneiden und mit einem Tool wie zum Beispiel RX von iZotope mit D-Crackle oder vielleicht D-Click. Gucken wir mal, machen wir eins mal aus. Gehen wir erstmal Crackle und hören mal rein.
was das andere macht. Ich denke, D-Click ist in unserem Fall ein bisschen besser. Ich dupliziere das mal und render. Und hier ziehen wir das raus und dann vergleichen wir original mal. Und können das auch wieder zusammen rendern. Und dann können wir anfangen, unsere Sounds rauszuschneiden. Was haben wir denn zur Verfügung hier? Glücklicherweise hört das Sample von dem Vocal-Ding direkt hier auf. Das heißt, der hier ist relativ clean, den können wir uns mal rausschneiden. Und die eigentlich auch. Nehmen wir sie mal zusammen erstmal. Ah, hier mal ein bisschen Pad, vielleicht kann man damit was machen. Hier mal nochmal Pad. Okay, hier haben wir einzeln mal die Hi-Hat. Die können wir noch nehmen. Hier haben wir eine Kick. Okay, gucken wir, ob wir noch eine Clap finden vielleicht. Hier haben wir eine Kick mit Clap. Und jetzt kann man hier einzeln reingehen und die vielleicht noch schön schneiden mit vielleicht einem Fade-In und Fade-Out und so. Wir können uns das immer genauer angucken. Und dann könnte man am Ende sowas in der Richtung haben. Und dann gäbe es verschiedene Arten, wie man jetzt weiter mit den Samples umgeht. Also diese Drums zum Beispiel, die bieten sich an, dass man die vielleicht zusammen in den Sampler reinpackt. Das sind jetzt keine Sounds, die man vielleicht in der Tonhöhe oder sowas spielen möchte. Also nehme ich mal einen Sampler. Das ist jetzt mein Lieblingssampler, Nuance. Kann aber jeden nehmen, den es gibt. Packe ich hier meine Kick hin. Damit Drag and Drop funktioniert, muss ich die erstmal alle einzeln rendern. Damit die als einzelne Files auf der Festplatte vorliegen. Und dann kann ich die hier reinziehen. Kick war die letzte. Machen wir auf C3. Dann war das hier Kick und Clap. Und das hier die Hi-Hat. Und dann ist das Ganze quasi spielbar, sobald ich das hier scharf stelle. Und wir könnten das für unsere nächste Lo-Fi-Hausnummer oder sowas verwenden. Kann ja gerade mal was reinhacken. Brauchen wir noch die Hi-Hats drüber. Und dann müssen wir das Ganze noch irgendwie geiler machen. Und dann haben wir sowas hier. Und hier könnten wir jetzt mixing-technisch vielleicht eine Art Smiley-EQ oder sowas drauf machen. Heißt mehr Bass, mehr Höhen. Und dann die nächste Art zu samplen könnte zum Beispiel mit den Pads gezeigt werden. Und zwar, ich glaube, das war das zweite hier. Genau, und das war das erste. Und zwar könnte man hier den Loop-Mode mal ausprobieren, hier anzuschalten. Machen wir Until Release. Wenn ich das Ding jetzt spiele, macht so eine Art Loop und sollte das knacken, dann kann man das mit Loop Crossfade ein bisschen verstecken. Gibt auch die Möglichkeit, dass ich das Ding hin und her sausen lasse. Mit dem kann man das selber machen. Ja, und dann kann man da irgendwas aufnehmen. Und da könnte man einen Hall drauf machen.
Dann vielleicht noch ganz schnell die letzte Art, die ich zeigen möchte, wie man mit einem Sample umgehen kann. Und das ist, wenn man das über das gesamte Keyboard quasi packt. Nehmen wir mal irgendeinen Sound. Jetzt habe ich den überall auf dem Keyboard drauf und kann den spielen. Und dann haben wir den Salat. Okay, mehr habe ich zu dem Thema nicht auf dem Kasten. Ich hoffe, das war in irgendeiner Form hilfreich und ich wünsche euch was.